coolste Zimmer der Welt. Ich nehme das Bett, auf dem Billy steht. Schön, dass es euch gefällt. Komm mit, Chloe. Zeit zu schlummern. Ich mache mein Nickerchen hier. Schläfst du nicht lieber in deinem Zimmer? Da ist ein Monster. Ein Monster? Mhm. Schätzchen. Dad, wir erledigen das. Von Kind zu Kind. Chloe, in deinen Schuhen haben wir schon gesteckt. Wortwörtlich, das waren mal meine Schuhe. Aber uns kannst du vertrauen. Kreaturen wie Monster gibt es nicht. Hat's nie gegeben. Und wird's nie geben. Abgesehen vom Knuddelmonster. Oh. Ah! Oh nein. Musste das jetzt sein? Billy trinkt Shampoo. Oh. Nora? Nora! Kostenlose Schleifchen! Oh! Ich glaube, da ist ein Monster unter meinem Bett. Zuerst mal, keine Witze über Schleifchen. Zweitens, mach dich nicht lächerlich. Aber das ist mein Ernst. Ich höre merkwürdige Geräusche. Geht mir auch so und darum höre ich auf, mit Ihnen zu reden. Bitte, Nora. Ich habe Angst. Na schön. Wir sehen unter deinem Bett nach. Dankeschön. Eins, zwei, drei. Siehst du gar nichts? Ein Monster! Das Schaf ist das Monster! Es ist nach Mitternacht. Was soll das Gepolter, ihr Unruhestifter? Wir versuchen zu überleben. Da ist ein Monster unter meinem Bett. Da müsst ihr früher aufstehen. Ich hab gehört, wie ihr Chloe erklärt habt, dass es keine Monster gibt. Ihr macht doch nur die Nacht zum Tag. Legt euch wieder hin. Aber das Monster! Na. Gute Nacht. Macht doch mal Platz. Ich versteck grad was vor euch. Kopfkissen? Habt ihr die letzte Nacht etwa hier verbracht? Nein. Die letzten beiden Nächte. Was? Wieso? Was steht auf deinem Arm drauf? Nur ein Rezept für das Monster. Rezept für einen Nora-Auflauf? Billy! Okay. Es wäre möglich, dass euer gemeinsames Zimmer ein Fehler war. Jetzt schleicht ihr euch hier mitten in der Nacht runter und denkt euch irgendwelchen Blödsinn aus. Aber wir denken uns das überhaupt nicht aus. Es gibt da ein Monster. Wusste ich's doch. Okay, das hört sofort auf. Schluss mit Monstergerüchten, sonst trennen wir euch und Billy schläft unterm Dach. Ja! Und Nora auch? Nein! Hast du nicht zugehört? Na gut, Mom, wir versprechen's. Keine Monstergerüchte. Okay, somit steht der Plan. Das Monster wittert den Köder und wird das Zimmer betreten. Dank Würstchen und einer Ausgabe des Monster Fashion Magazine. Wenn es in die Falle tappt, wusch, fällt das Netz runter. Und dann wirst du es mit deinem Laser rösten. Ganz richtig. Aber verschon bitte die Zeitschrift. Ich würde gern wissen, was der weltgewandte Wolpertinger im Herbst so trägt. Rocken wir los! Hast du das gehört? Aha. Wir haben es, Nora. Jetzt baller ihm eins vor den Latz. Chloe? Hi. Ist das das Geräusch deiner Puppe? Was ist denn hier schon wieder los? Chloe ist das Monster. Baller ihr eine, Nora. Chloe ist doch kein Monster. Chloe, was hast du hier verloren? Mein Zimmer ist zu gruselig. Oh, jetzt schnall ich's. Sie hat sich immer unter unsere Betten teleportiert, weil sie sich in ihrem Zimmer gefürchtet hat. Oh, warst du, Schätzchen? Hast du Angst davor, allein zu schlafen? Aha. Oh. Oh, das ist echt süß. Nora, schieß doch endlich! Süße. Willst du noch eine Weile bei Mami und Daddy im Zimmer übernachten? Mhm. Na gut. Billy, dein altes Zimmer wäre jetzt noch eine Weile frei. Wir wohnen aber super gern zusammen. Ja, im Schlaf schmort Nora mein Spielzeug ein. Ja, im Schlaf. Aber Chloe, wenn du willst, komm auch jederzeit zu uns. Junge, wozu haben wir ein Haus mit 5 Schlafzimmern? Schlafen wir doch alle im selben Raum. Das meinte ich doch nicht ernst.